Ein herzliches Hallo hier aus dem Schwabenländle, direkt aus der Firma Moll. Heute möchte ich dir gerne unseren Kinder- und Jugenddrehstuhl, den Scooter, vorstellen. Den Scooter gibt es in zwei Farbvarianten, einmal im Gestell Weiß und einmal im Gestell Grau. Der Scooter überzeugt durch sein straff gezogenes Netz. Dieses passt sich jederzeit den Körperverlagerungen an und ist zudem auch noch atmungsaktiv. Du kannst für deinen Scooter noch ein Rückenkissen oder Sitzkissen mit dazu kaufen. So ist der Scooter noch mal ein wenig komfortabler und bringt noch mehr Farbe mit ins Spiel. Das Ganze anzubringen ist auch total einfach. Du hast Druckknöpfe hinten mit integriert, die finden sich am Scooter auch wieder und musst es dann quasi einfach nur dran drücken. Wie du es von Moll gewohnt bist, soll auch der Scooter ein langer Begleiter deines Kindes oder deines Heranwachsenden werden. Von daher wächst dieser Scooter natürlich auch mit. Von einer Körpergröße 1,15 m bis 1,90 m und bis 90 Kilo. Wie verstelle ich den Scooter oder wie passe ich ihn am besten meinem Kind oder mir selber an? Auch das ist tatsächlich kindereinfach. Vielleicht noch als kleine Information. Wir verzichten beim Scooter komplett auf eine Gasdruckfeder und machen alles manuell. Dazu haben wir Bedienhebel. Die öffne ich hier. Wie du jetzt siehst, passiert hier noch nichts. Erst durch Überstrecken kann ich die Rückenlehne verändern und in die Höhe einstellen. Auch die Verstellung der Sitzfläche ist im wahrsten Sinne des Wortes kinderleicht. Hierzu öffne ich die Bedienhebel. Aus Sicherheitsgründen passiert hier erstmal noch gar nichts. Erst bei Überstrecken kann ich die Sitzfläche nach unten oder nach oben verstellen. Jetzt zeige ich dir noch, wie du die Sitztiefe für dich oder dein Kind anpasst. Auch hier hast du zwei Bedienhebel, die öffnest du, überstreckst und kannst dann die Sitztiefe anpassen und natürlich wieder schließen. Eine echte Besonderheit beim Scooter ist das sechsarmige und extra breite Fußkreuz. Das sorgt für extra viel Stabilität und extra Sicherheit. Bleiben wir beim Fußgestell und kommen zu den Rollen. Die Rollen sind sowohl für harte als auch für weiche Fußbelege geeignet und sind zur Sicherheit gebremst. Das heißt, bei wenig Belastung lässt sich der Stuhl recht schwer rollen, bei starker Belastung lässt er sich leicht rollen. Natürlich ist unser Scooter GS und TÜV zertifiziert und Moll üblich bekommst du 5 Jahre Garantie. Optional kannst du dir noch für deinen Scooter ein Gleiterset mit dazu bestellen, so hast du noch festeren Stand. Meine beiden Scooter und ich verabschieden uns jetzt hiermit aus Grübingen.